Heute eine Speichererweiterung für so fast jedes Gerät. Und zwar von iDisk kommt diese 128 GB Speicherlösung für unter 80 Euro. Mit dabei ist eine sehr, sehr dicke englische Anleitung. Keine Sorge, eine deutschsprachige ist als PDF auf dem Stick, eine Welcome-Karte und der Stick selbst. Das Spezielle daran ist nicht etwa der große Speicher. Es sind die vier Anschlüsse. USB-C, Lightning, Micro-USB und USB 3. Alle können auf den gleichen Speicher zugreifen. Das macht Backups und Datentransfer extrem bequem und schnell und auch ganz ohne über externen Speicher zu gehen. Das Ganze ist in einem soliden Metallgehäuse verpackt. Braucht man nicht? Doch, ich schon. Gerade wenn ich zum Beispiel mit meiner Insta 360 One Videos mache und die dann in der Insta-App bearbeite, dann sind die Dateien mehrere Gigabyte groß. Und anstelle die Micro-USD-Karte aus der Insta rauszufummeln, stecke ich nun den Speicher an und ziehe einfach alles drauf und schließe es anschließend an meinen PC an. Wie funktioniert das also? Die App gibt es unter iOS kostenfrei im Store. Anschließend einfach den Stick anschließen. Und das iPhone fragt ein, ob man dem Stick vertrauen soll. Klar, und schon startet die App und man ist bereit. Die App ist unterteilt in verschiedene Bereiche. Den externen Speicher, die App, welche jedoch den iPhone-Speicher belegt, aber zum Beispiel andere Dateiformate zulässt als Apple selbst, und die Kamera-Roll, also dem Foto- und Videospeicher auf dem iPhone. Zusätzlich kann man noch ein paar Einstellungen machen, welche sehr gut ins Deutsche übersetzt sind. Man kann auch direkt ein Foto oder Video in der App aufnehmen und auf dem Stick abspeichern. Jedoch liefert dieser Bereich kaum Einstellmöglichkeiten. Das Ganze geht genauso auf einem Android-Gerät, hier mit einem Ulefone mit USB-C-Anschluss. Einfach anschließen und er wird verbunden. Anschließend kann man genauso auf die Dateien zugreifen und kopieren und so weiter. Hier zum Beispiel die deutschsprachige Anleitung. Was mobil geht, geht auch am PC. Anstecken und schon erscheint das Laufwerk. Hier ein kleines Beispiel für den besagten Datenaustausch. Vom Stick zum Laptop eine 1,74 GB Datei in nur 20 Sekunden kopiert. Und in die andere Richtung eine 1,98 GB Datei in unter 40 Sekunden. So macht Datenaustausch Spaß. Von mir ganz kleine Empfehlung. Alle Links in der Videobeschreibung.